Hallo liebe Abonnenten und Gäste des Kanals Typisch Usbekisch, herzlich willkommen in unserem heutigen Video, meine Bewertung zu einem ultramodischen, hochmodernen Restaurant in Taschkent, Syravarnia, was aus dem Russischen übersetzt so viel heißt wie Käserei. Das Restaurant ist in drei Zonen unterteilt, überdachte Terrasse, der Hauptsaal und eine kleine Empore. Die Küche ist hier offen, man kann beobachten, wie die Gerichte frisch zubereitet werden. Mitten in der Küche ist ein Holzofen installiert für Pizza, zum Pizzabacken. Das Interieur des Restaurants ist im industriellen Loft-Stil gehalten, aber es gibt hier sehr viele Raumpflanzen und dank dieser Pflanzen ist das Restaurant sehr grün und sehr gemütlich. Das Restaurant befindet sich in der Schachrisabs-Straße 31b neben dem Hotel Le Grand Plaza. Das ist das einzige Restaurant in Taschkent mit einer eigenen Käseproduktion und einem Käseladen, Käsetheke. Hier kann man weiche Käsesorten kaufen, zum Beispiel Stracciatella, Mozzarella, Burrata und so weiter. Im Restaurant gibt es auch eine große Auswahl an Desserts. Das Restaurant positioniert sich als hundefreundlich. Zu der Preispolitik im Restaurant kann man sagen, dass es ein hochpreisiges Restaurant ist. Hier bezahlen Sie pro Person ca. 400.000 Sum, das sind ungefähr 32 Euro. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war meine Bewertung wieder mal zu einem Restaurant in Taschkent. Dieses Mal zum Restaurant Syravarnia, was zu Novikov Group gehört. Tschüss!